Und damit herzlich willkommen zurück bei The Vanishing of Ethan Carter. Fortfahren. In der letzten Folge hatten wir ja das Haus, ne, das Zauberhaus und die schöne Frau. Ja, mal gucken, was diesmal wird. Es bleibt spannend. Ach ja, und die Leiche. Stimmt, da war ja noch was. Es sieht einfach noch phänomenal aus, ey. Ist da oben ein Weg? Hey, das ist ein Weg. Wollen wir da mal hochgehen? Ja, stecken wir mal. Ah, wir gehen einfach mal hoch. Der Weg, hier ist der Weg. Entschuldigung, ich war kurz am Handy. Kommt nicht wieder vor, hoffe ich. Das sieht schon geil aus. Die Aussicht vor allen Dingen. Hammer. Hammer! Würden dann die Österreicher jetzt sagen, passt schon. Vollkommen emotionsvoll. Passt schon. Wie? Komm ich nicht hoch? Was ist da los? Ah, okay, hier hinten geht's also einfach nicht weiter. So wie zum Thema Open World. Boah, ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Im Livestream ist die Qualität etwas minderwertig, das tut mir leid. Aber das sieht einfach nur geil aus, ja. Da drüben ist es Nebelitsch. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Der Weg führt wahrscheinlich zu der Mine, was Ethan von mit seinem Vater hatte. Aber, na, wie gesagt, keine Ahnung. Und jetzt? Wo soll man lang gehen? Schade, ich weiß es nicht. Lass mich da hoch. Wir laufen außen rum. Dauert länger, ist schöner, haben wir auf dem Spiel.
Moment, kurz Handy. So, wieder da. Wie betreten? Ach, das ist die... Soll das die Öffnung sein, was Ethan mit seinem Vater hatte? Ethan wollte ja den Schlüssel von seinem Vater, weil er hat den nicht dabei gehabt. Also müsste ja hier irgendwo... mit der Pampa die Mine sein. Steine. Viele, viele kleine Steine. Viele Band des Martins. Nein, Spaß. Entschuldigung, Verzeihung. Da ist die Mine. Da werden wir wohl nicht reinkommen, oder? Irgendwie komisch aus. Ja, gehen wir halt mal. Könnte das der... Das helle da, könnte das... der Eingang sein, wo ich rein will? Über die... über den Eingang da oben? Ich sehe gerade, ich habe 60 Follower. Ich glaube, ich muss noch mal was nachtragen. Wo waren das jetzt? Hallo. Hallo, Eingang. Hä? Ah. Ja, so. Du hast das eng. Na. Also. Ah. Ah. Ein Dunkel. Ich will nicht. Es ist so dunkel. Hallo? Hallo? Hilfe? Das scheint der Eingang zu sein, oder? Wo wir vorne davor standen. Jo. Lass mich raus. Hintergitter an. Hier noch irgendwas? Naja, das ist einfach nur, dass es da ist. Ey, wie geil das aussieht, bitte. Hammert. Ach, und die Steam-Benachrichtigungen wieder. Da war ja noch was. Naja, gut. Auf geht's. In eines der nächsten Abenteuer. Wahrscheinlich. Weil wieso sonst sollten wir in die Mine gehen müssen, wollen, können, dürfen? Es sieht tief aus. Tief und dunkel. Fahrstuhl. Gehen wir gleich mal hin. Wollen wir gucken, ob hier noch irgendwas ist? Nö. Nicht. Hm, gut. Wollen wir mit runterfahren oder erstmal so runter? Was ist denn das? Nach oben. Geil. Mm.
Endlich, es ist vorbei. Oha, es speichert. Was passiert jetzt? Ich hab Angst, ich will nicht. Nein! Ich will nicht sterben! Na, hier ist wieder mal nix. Da hinten wird. Noch nix sein. Ja, wie auch zu erwarten war. Zu, da geht's weiter. Ja, wie zu erwarten. Nichts. Und hier wird auch nichts sein. Wir gucken trotzdem, wir sind neugierig. Ich könnte auch rennen, aber dann seht ihr gar nichts mehr, dann ist das einfach nur verschwommen. Und das ist ja auch doof. Hier war mal zu, würde ich behaupten. Ajo. Ist hier jetzt irgendwas? Nö. Hier ist nix. Und nochmal nix. Oh. Spitzhackenregal. Leerer Platz. Spitzhacke! Hacke! Da! Es ist dunkel! Es ist immer noch dunkel! Ich sehe ja gar nichts, tut mir leid. Guck da, Licht! Licht am anderen Ende des Tunnels! Aha! Ah, na ja gut, keine Ahnung. Ein Fluss. Ein Fahrstuhl. Kann man den Fahrstuhl noch irgendwie bewegen? Und so hier nicht? Ach, okay, alles klar. Wie blöd. Es war ja klar. Oh, das sieht doch aus wie die Mutter. Kaputtes Schloss von außen. Abwartung, Postportal vor dem Tod. Berühren. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, ein weiterer Todesfall. Schade. Da waren wir schon mal, da gibt's ja nichts. Hier ist es dunkel, dunkel, dunkel. Eine Lok. Oh, betreten. Das machen wir gleich mal. War nichts, wie zu erwarten. Tucker. Ja, wir hatten nicht durchgekommen, oder? Fahren wir doch mal rückwärts im grünen Anlauf. Und Vollgas! Tut! Kann man hoch? Nö, ne? Nö. Ah, mit Anlauf geht alles. Guck an. Cool, voll im Kreis. Ah,
dass wir die Schiene nicht stellen müssen. Na, guck an. Oh, da ist was zu untersuchen. Halt. Oh. Wir lassen sie mal an. Haben wir wenigstens Lust. Da war doch grad. Klassisch zu weit gefahren. Ganz klassisch. Ah, eine Spitzhacke. Wie? Kein Blut. Was ist da los? Und rückwärts. Tschut, tschut. Achso, ja. Werte Bahngäste, wir haben unser Ziel erreicht. Bitte gehen Sie außerhalb des Bahnsteiges. Spitzhacke, fixiere. Ich hasse dieses Geräusch. Alter. Wo geht ihr alle hin? Hilfe! Da, da, dort. Ah, da. Boah. Ah ja, okay. Er holt die Spitzhacke. Wo ist da drin? Oh mein Gott. Ich ahne Schlimmes. Die kommen auch noch zusammen hier rein. Eieieiei. Mhm. Er hat die Spitzhacke. Vermutlich ist da die Eins. Hätte noch keine Spitzhacke, gell? Ne, da die zwei. Was wollt er denn da machen? Wahrscheinlich zu. Holt er die Spitzhacke? Macht irgendwas mit der Spitzhacke? Und macht noch irgendwas mit der Spitzhacke? Schauen wir mal. Honey, he probably ran. Why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it! Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. Da war jetzt irgendwas falsch. Aber was? Hab ich noch was vergessen? Nö, hab ich nicht. Weil den könnte ich nicht visualisieren. Keine Ahnung. Honey, he probably ran. Why wouldn't he?
Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it! Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Missy, listen to yourself. No. Uh-huh. I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Oh, der holt die Spitzhacke. Dale, what is this? I'm fixing something. Alter, wie krass. Dale, you miserable coward! Let me out! The sleeper demands to rise! The sleeper must wake up! The sleeper must wake up! The sleeper must... Fuck off. Aber was hat der da hinten gemacht? Da hat doch noch was gefehlt. Ah, jetzt muss ich laufen, tut mir leid. Ich hoffe, man kann noch was erkennen. Where's Mom? I thought I heard her voice. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kind of looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Just go, now! Alter, he didn't kill his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Okay. Und jetzt? Hat sich nichts verändert. Wie ist es nicht mal genug? Da noch was? Ich fahre einfach mal hier hinter. Mal gucken, was hier noch so kommt. Ich hab Angst. Kennt ihr das von schlechten Horrorfilmen? Man hat verdammt nochmal Schiss, aber man geht trotzdem hin. Das hat gezaubert. Hallo?
Warum so weit? Liegt da? Nee. Alter. Mein Herz. Die Musik. Alter, nein, nicht. Was willst du tun? Es ist finster. Es war finster. This warning stands, walk no further. Ooh, ah. Was? Ach, Space. Siehst du diese Warnung, geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung, ist unser Ritual fehlgeschlagen. Siehst du diese Warnung, bleibt das Seemonster verschlossen. Welches Seemonster? Ein Ritual. Okay, wir sind da am Notpunkt. Oh Mann. Einfach nicht Oh mein Gott, da liegt jemand. Alter, ich hab Gänsehaut. Was geht? Boah, nee. Muss ich dem jetzt hinterher? Will es hin? Ach du Scheiße. Dann auf. Er ist nicht tot, der ewig liegt, der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unser Gott den einzig wahren, der nicht sollte sein, trägt seinen Namen. Einen Namen, Entschuldigung, ich kann nicht lesen. Aber es macht ja nichts. Ihr könnt ja selber lesen. Der nächste, der abhaut. Was gibt's eigentlich da? Stargate Atlantis. Oh Mann. Will ich wirklich. Hallo? Mach du denn da? Will ich jetzt hier wirklich wissen?
W und S, Tor bedienen. Maustaste drehen. Ach, das drehen, okay. Ja, und jetzt? Lied. Viereck? Viereck. Stern. Stern. Ah, okay, also wir brauchen noch mehr Leichen. Dann müssen wir hier wahrscheinlich die Zeichen da eingeben. Was passiert dann? Na, schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boah, 6 Leichen. Nein, ernsthaft. Spielt jemand 5 weiter? So, und wie komme ich jetzt wieder dahin, wo ich hergekommen bin? Weiß keiner. Auch gut. Ah, hier ist eine Karte. Ah, okay. An diesem großen Viereck. Da. Ist das Ritual. Wir laufen. Laufen wir hier lang? Ja, komm, wir laufen hier lang. Wir sind schmerzbefreit, wir laufen immer außen rum. Die nächste Leiche. Und der macht da jetzt hinterher, okay. Irgendwie markiert wird das nicht, wo wir schon waren, oder? Heißt, wir können uns immer schön verlaufen. Tolle Wurst. Boah, ich fühle mich gar nicht wohl in solchen Minen hier. Das geht gar nicht. Eine Kreuzung. Liegen da zwei? Nee. Alter, mir steht gerade alles auf, was Haare heißt. Wer ist denn das? Oh, ein Überlebender. Hallo. Ja, okay, so sehr überlebend höre ich nicht an. Hallo. Oh. Alter, jedes Mal. Anfang? Alter. Boah, fuck. Nix mit Überleben, ne? Böser Mann. Jesus. Hallo? So, ja, wie gesagt, wir sind von da außen. Sind wir von lang gelaufen? Hier lang? Ja. Mal hier rum. Hier waren wir schon mal, kann das sein? Waren wir ja schon? Hm, schauen wir mal. Wir laufen einfach mal weiter. Oh nein, schnell weg, weg. Entschuldigung, ich muss jetzt laufen, tut mir leid. Okay, das macht das Ganze natürlich noch etwas schwieriger.
weg. Psst, kusch. Hallo? Hallo? Hilfe! Scheiße, wie viele Leichen haben wir jetzt schon? Vier? Fünf? War doch gerade eine Karte. Ne, hier lang nicht. Das ist vorwärts, also hier lang. Alter, mein Herz. Wie? Einmal im Kreis gelaufen. Wird schon wieder so komisch laut. Mein armes kleines Herz. Hallo. Oh, Mann ist weg. Sehr schön. Ja, hoffentlich haben wir schon alle sechs Leichen. Vier, fünf. Nein! Ja, was fünf? Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Dreieck? Huch. So ein komischer Kringel. Gibt es so einen Kringel? Nee? Auch nicht? Auch nicht. Da ist ein Kringel. Was ist das nächste? Viereck. Viereck, Viereck, Viereck. Da hinten, so ein Z. Nee. Nee. Auch nicht. Nö. Auch nicht. Da! Hallo Igel, ich spiele The Vanishing of Even Carter. Kreis. Noch so ein Z. Stern. Hier. Bandit. So ein Schnucksel-Dingsbums. Da. Eurozeichen. Guck, das wussten die damals schon, dass es kommt. Ditte? Ditte. Und das? Oh ne, ich geh jetzt nicht zurück. Ich probier hier einfach mal. Irgendwas muss ja passen. Oder auch nicht. Ach. Warte mal, das haben wir. Sternhammer, Kreiselhammer, Fehlkammer. Das da fehlt wahrscheinlich. Ah. Ich ertrink. Weg.
Was zur Hölle? Unter Wasser. Geil. Ah, das ist das Seemonster, von dem sie gesprochen haben. Krass. Ein Zettel. Ja, unter Wasser. Der Fluch des Seemonsters. Das henochische Necronomicon. Was für ein Wort. Die Eisenerzbergarbeiter haben es endlich gefunden, doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen und das Seemonster Knei beschwören. Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Kneis Flut auf diese Welt entfesseln würde. Und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Elddauen-Scherben zu erstechen. Knei verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift, dazu verdammt andere daran zu hindern, das Seemonster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Ah, Ethan, I told you to stay out. God damn it. Look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And, please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay, now, you go. Get back home. Gerade. United States Patent and Trademark Office. Bitte um Stellungnahme. Sehr geehrter Mr. Carter, das amerikanische Patent- und Markenamt hat Ihren Brief vom 27. Januar 1973 bekommen. Das ist aber schon lange her. Indem Sie um weitere Stellungnahme bitten, weshalb Ihr kürzlich eingereichtes Patent 527F2D von diesem Amt abgelehnt wurde. Wie wir schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patents abgelehnt. In den letzten 16 Wochen haben wir über 4 Dutzend angeforderte Patente von Ihnen bekommen. Keines davon ging durch und auf alle haben Sie bestanden, Mr. Carter. Wir würden diese und zukünftige Angelegenheit gern als erledigt betrachten. Mit freundlichen Grüßen. Ja, nee, ist klar. Ganz freundlich sagen, leck mich Arsch. Geil. Dale, schaff dein Zeug aus meinem Keller, bring es zur verdammten Müllhalde. Ich habe es so satt, auf dem Weg zur Waschmaschine über dein misslungenes Leben zu steigen. Ich meine es ernst, entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. Ja, netter, freundlicher Bruder, würde ich sagen. Unsere Lok tuckert noch, das ist ja cool. Wir fahren weiter. Lokomotive, ich wollte immer Mannschafter sein. Tschut, tschut! Wie geil, wie alles, wie das alles so verschwimmt, ist auch geil. Oh nein. Noch ein Abenteuer. Warte, geht's nicht weiter. Ach komm, wir machen's aus. Bevor die. Wenn hier noch jemand fahren will, wir schalten sie mal aus. Das war's für dieses Mal von The Vanishing of Ethan Carter. Das war die, ja, wie wollten wir es nennen? Die Todesmine. Wir nennen es die Todesmine. In diesem Sinne, heil out, bis zum nächsten Mal. Tschüss.